Es gab mal eine Zeit, die wir zum Glück hinter uns gelassen haben, was allerdings nicht allen klar sein wird. Da haben diese fiktiven Partner Geld gekostet. Heutzutage kann sich jeder seinen eigenen fiktiven Partner oder die Partner erschaffen. Frei nach Belieben und unabhängig von der Zielgruppe. Will ich heterosexuelle Frauen zum Beispiel, dann sollte ich mir etwas als Partner ausdenken, was heterosexuelle Frauen gerne hätten. Will ich zum Beispiel schwule Männer, dann brauche ich als Partner etwas, was den schwulen Männern gefällt. Am Anfang steht aber immer das Ziel und auch ein Vorbild. Ich bediene mich eines Vorbilds, indem ich erforsche, welche Zielgruppe spricht dieses Vorbild an. Von welcher Zielgruppe wird dieses Vorbild getragen? Wenn ich das erstmal weiß, dann erforsche ich die Zielgruppe. Worauf steht die Zielgruppe? Und dann gebe ich es ihr zunächst mal in fiktiver Form. Bitte beachten Sie, dass man und damit das Ziel ein Produkt nicht sich selbst, sondern bitte beachten Sie, dass man und damit das Ziel ein Produkt nicht Bitte beachten Sie, dass man und damit das Ziel ein Produkt nicht sich selbst, sondern der Zielgruppe ist. Die Zielgruppe muss also an eine Behauptung glauben. Deshalb ist es sehr ratsam, mit einer Behauptung anzufangen, bei der der Grund zur Lüge nicht sichtbar ist. Etwas wie, ich mag Honigbrot. Der Durchschnittsmensch sagt dann, okay, du magst Honigbrot, meinetwegen. Keiner kommt auf den Gedanken, dass das schon eine Lüge oder besser gesagt Behauptung sein könnte. Ich möchte nochmals betonen, dass es keinen Unterschied zwischen echt und behauptet, gelogen und wahr gibt. Solange beide dieselbe Funktion erfüllen, sind sie gleich. Das ist nicht meine Erfindung, das ist eine Beobachtung des Vorhandenen. Also meine Zielgruppe sind zwei Mädchen aus München. Ich beobachte sie und ich stelle fest, sie stehen auf die Märchen aus Tausend und eine Nacht. Ich erzähle Ihnen also beiläufig, mein Freund aus Aserbaidschan hat sich ein neues Auto gekauft. Was auch wenn Sie darauf... Was sollen Sie darauf antworten? Was würden Sie darauf antworten, wenn ich sagen würde, mein Freund aus Aserbaidschan hat sich ein neues Auto gekauft? Gut so, das ist es nämlich, was ich von Ihnen erwarte, eine Projektionsfläche. Aserbaidschan ist in diesem Fall eine Projektionsfläche. Sie haben keine Ahnung von Aserbaidschan. Es könnte sein, dass es kein Aserbaidschan gibt. Jedenfalls ist Ihnen an Aserbaidschan völlig egal. Und somit ist Aserbaidschan die ideale Projektionsfläche für mich. Nur damit Sie das verstehen, Leonardo DiCaprio, Barack Obama, Madonna, das sind alles ähnliche Projektionsflächen wie mein Aserbaidschan. Nur mit dem Unterschied, dass Aserbaidschan als Projektionsfläche weniger umkämpft ist als zum Beispiel Leonardo DiCaprio. Gut. Wir haben uns also für Aserbaidschan als Projektionsfläche entschieden und unser Ziel sind die zwei jungen Frauen aus München, die auf Tausend und eine Nacht stehen, beziehungsweise deren fiktives Ziel etwas ist, was mit Tausend und eine Nacht vorhanden ist.
Was wir jetzt betreiben, ist eine Interessenangleichung. Der Schritt 1 war hierbei, wie auf der Tabelle, die Loslösung. Der Schritt 1, die Loslösung. In unserem besonderen Fall, die Zerstörung aller möglichen Gegenargumente, die zwischen mir und den zwei Frauen aus München stehen. Wenn zum Beispiel jemand sagt, sie hat einen Freund, dann muss sich dieses Gegenargument negieren. Ja, sagen nein, zum Beispiel. Besonders die Zerstörung aller möglichen Gegenargumente, die zwischen mir und den zwei Frauen aus München stehen. Alles, was dagegen spricht, interessiert uns nicht, darf uns gar nicht interessieren. Der Schritt 2 war das Ziel, Neuanfang, Zielrichtung. Hierbei also als Zielrichtung, ich will die zwei Frauen aus München. Der Schritt 3, eine Behauptung, die sich nur für mich sichtbar auf besondere Weise um die Frauen legt und die denen, das ist ganz wichtig, egal ist. Aserbaidschan also. Das haben wir alles inzwischen geschafft. Geschafft, einfach indem wir gesagt haben, ein Freund von mir in Aserbaidschan. Ein Freund von mir in Aserbaidschan hat sich ein neues Auto gekauft. Und indem es die zwei Frauen geglaubt haben. Jetzt beim Schritt 4 angelangt, müssen wir ausbauen. Festigung. Hinweise auf die heiße Luft namens Aserbaidschan in der Welt verteilen. So bauen wir aus. Sie verstreuen. Hier ein Foto von Aserbaidschan. Da ist jemand, der auch mal was von Aserbaidschan gehört hat. Mal mit Aserbaidschan gegessen hat. Sich mit Aserbaidschan gestritten hat und so weiter. Einfach nur Hinweise, die die heiße Luft, die noch sehr leicht zerstört werden könnte, untermauern. Besser gesagt, ummauern. Wir beschmeißen im Schritt 4 also die heiße Luft mit allem, was geht, allem, was uns zur Verfügung steht. Hat sich genug davon angesammelt, entsteht aus dem, womit wir geworfen haben, eine Negativform. Eine Negativform, in die jetzt wirklich was gegossen werden kann. Und in die auch etwas gegossen werden wird. Diesmal aber sogar ohne unser Zutun. Mit den Negativformen ist es wie mit den Waffen. Sie sind da, also wird man sie eines Tages benutzen. Schritt 5. Der letzte Schritt also ist die Konfrontation. Die Welt stellt fest, dass etwas in die Negativform gegossen wurde, womit sie nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist. Um auf die zwei Mädchen aus München wieder zurückzukommen,
die auf Märchen aus 1000 und eine Nacht stehen, würde man im Schritt 4, um auf die zwei Mädchen aus München wieder zurückzukommen, die auf Märchen aus 1000 und eine Nacht stehen, würde man im Schritt 4 Aserbaidschan mit allen möglichen Mitteln, präsent machen. Man würde überall Aserbaidschan sehen, jeder würde von Aserbaidschan reden. Auf der Schwelle zu Schritt 5 wurde die bis dahin freie Projektionsfläche deshalb notwendigerweise frei mit Attributen von 1000 und eine Nacht gefüllt werden. Nachtigalle, Gärten, Prinzen, Könige, Prinzessinnen und alles